Im September 2019 gibt es bei der Bank Direkt beim Wertpapierdepot eine Aktion, dass, wenn ich einen neuen Fondssparplan anlege, ich die erste Rate im Folgemonat, also im Oktober, gutgeschrieben bekomme. Und ich probiere das Ganze jetzt ganz einfach einmal aus, wie das eben bei der Bank Direkt aussieht. Der Prozess zur Anlage eines Ansparplans, leider sind nur Fonds möglich, keine Aktien, keine ETFs, funktioniert eben in vier Schritten. Zuerst einmal die Auswahl des passenden Fonds, danach die Datenerfassung, danach die Signatur und eben dann der Abschluss. Das Ganze sieht eben so aus, ich kann einschränken, je nach zum Beispiel Fondsgesellschaft. Aha, schau dich an, da gibt es zum Beispiel auch X-Trackers, schaue ich mir mal ganz an, ob er mir eben dann auch ein paar ETFs ausspuckt. Und ich kann da eben auch noch weiter einschränken mit Kategorie, Region bzw. Branche. Und ich probiere das Ganze jetzt einfach mal aus mit X-Trackers, okay, aber hier sagt er eben kein Wertpapier mit diesen Suchkriterien gefunden. Heißt eben nichts anderes, ich werde jetzt hier bei der Fondsgesellschaft alle nehmen. Sage hier, was möchte ich denn? Auf jeden Fall keinen Mischfonds. So viel Geld habe ich nicht, dass ich hier der Bank direkt etwas schenke. Anleihengeldmarkt möchte ich auch nicht. Ich sehe mir mal die alternativen Investments an, plus eben, okay, ich kann da nur Single Choice nehmen. Dann sage ich einmal alternative Investments, sehen wir mal an, was die hier haben. Commodity, okay, und was auch immer, Trend, okay, ja, interessiert mich nicht wirklich. Dann nehme ich eben hier den Aktienbereich und sehe mir an, was hier die Bank direkt für mich auf Lager hat. Gut, Allianz, Emerging Europe. Fidelity Indonesia, ja, ganz viele Spezialfonds hätte hier die Bank direkt für mich. Technologieaktien von Raiffeisen, Kepler-Fonds sind eben jene aus dem Hause der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich relativ günstige Konditionen geben in Bezug auf den Ausgabeaufschlag. Ne, ich probiere ganz einfach einmal diesen Kepler Small Cap Aktienfonds. Gut, Verrechnungskonto kann eben hier festlegen, von wo abgebucht werden soll, ob vom Wertpapierverrechnungskonto oder vom Girokonto, welchen Ansparrhythmus das ich haben möchte, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder eben auch nur jährlich. Anspartermin ist 5., 15. oder 25. und Beginn mit nächstmöglichen Termin und endet mit Widerruf 5. des Monats. Das müsste sich eigentlich noch ausgehen, nachdem heute der 2. des Monats ist. Und ich sage dann natürlich 100 Euro, das Ganze eben hier mit Wertanpassung, heißt eben, die Wertanpassung der Ansparrate erfolgt jährlich jeweils im Dezember für den ersten Anspartermin des darauf folgenden Jahres. Es wird jeweils der letztverfügbare Wert vom Verbraucherpreisindex des österreichischen Statistischen Zentralamts verwendet. Beim Ansparplan wird die Veränderung des Verbraucherpreisindex über ein Jahr auf ganze Prozent gerundet. Die Erhöhung der Ansparrate um diesen Prozentsatz und die darauffolgende Aufrundung auf den nächsten ganzen Euro ergibt die neue Ansparrate. Das heißt, ist der letzte verfügbare Wert vom Verbraucherpreisindex 1,7, sagt mir die Bank direkt, wir runden auf 2% auf den nächst höheren Prozentbetrag. Und wenn das eben dann einen unrunden Eurobetrag ergeben würde, rundet die Bank direkt weiter auf. In meinem Fall bei 100 Euro sind es halt dann 102 sowieso. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel 76 Euro wählen würde und er würde 2% aufrunden, dann müsste er eben auf den nächstfolgenden Eurobetrag ebenso aufrunden noch. Ja, kann man machen, muss man nicht, je nachdem, wie man es eben gerne hätte. Hiermit nehme ich die Vertragsbedingungen für den Raiffeisen Vermögensaufbau zur Kenntnis.
Und die wesentlichen Anlegerinformationen, das Kundeninformation bzw. das Basisinformationsblatt finden Sie hier. Ich kann mir das Ganze eben dann noch genauer ansehen. Kepler-Aktien, Fonds, ausschüttend, thesaurierend. Ja, wir sind eben hier im höheren Risikobereich, Ausfallsrisiko, bla bla bla. Hier sehe ich eben auch die Wertentwicklung der letzten Jahre. Ja, letztes Jahr sehr stark im Minus, 2015 war alles extrem lärmend, 2009 noch lärmender als 2015. Ja, aber man sieht eben hier, größere Schwankungen sind drinnen. Und Vertragsbedingungen, natürlich lese ich mir die im Detail durch. Und mindestens 50 Euro, Auszahlungsplan, Aufbauplan, Kontoauszug. Ja, bei Raiffeisen hat das eben alles Hand und Fuß, ist dementsprechend auch von der rechtlichen Seite geprüft worden. Und im Unterschied zu anderen Banken mache ich mir bei Raiffeisen weniger Sorgen, dass sie mich legen möchten. Klingt komisch, ist aber so. Gut, ich bekomme eben hier dann noch die Information zu den Kostendienst. Also wenn ich um 100 Euro einkaufe, gibt es eben 2,36 € gleich an meinen Kaufkosten. Und laufende Kosten pro Jahr sind wir eben in diesem Bereich bei 2%. Also davon Zuwendung heißt eben 1%, dass die Hälfte bekommt Bank direkt. Und 2% ist nicht ohne, denn diese 2% sind jedes Jahr vorhanden. Und eben, wir haben hier zum Kauf 2,47% und danach gleich in jedem Jahr 2%. Das drückt auf die Rendite. Und das muss man zuerst einmal erwirtschaften. Und deshalb gibt es eben einige, die sagen, hey, ein Fondssparplan, das kostet einfach zu viel und neben Spesen nichts gewesen. Und der Fonds muss echt toll performen, dass eben diese Gebühren, die in diesem Fall in der Höhe von 2% Jahr für Jahr schlagen werden, dass diese Gebühren reingeholt werden. Ja, und hier sagt Raiffeisen sehr transparent. Ich kann mich da nur erinnern an das, ja. An den Möchtegern-Versuche von der Intiba damals noch, die heutige ING, die halt ja falsche Daten angezeigt haben. Ja, die möchten schon wieder über die Intiba sudern. Hier Raiffeisen sagt sehr eindeutig: Reduktion der Rendite im ersten Jahr 4,29 Euro, Reduktion der Rendite in den folgenden Jahren um 1,93 Euro und im Jahr des Verkaufs ebenfalls in der Höhe von 1,93 Euro. SMS dann habe ich eben mittlerweile bereits bekommen, am Handy zugeschickt und oh, dieses Mal ist es ein spannend. Ihre SMS dann lautet ja, okay, gut, weiter. Sign of Successfully, ich gratuliere, liebe Bank. Also schaut sich das an. Schaut sich das an. Die Bank direkt hat mich jetzt rausgeworfen. Gravuzzi, hey, was ist mit euch? Session Timeout. Ein Fehler ist aufgetreten. Liebe Bank direkt, also ich kann mich an das Experiment noch erinnern. Auch hier ist mir das Ganze schon einmal passiert, dass mich die Bank direkt rausgeworfen hat nach wirklich wenigen Minuten. Keine Ahnung, warum das eben bei der Bank direkt hin und wieder passiert, dass ich eben rausgeworfen werde. So, jetzt fange ich nochmals von vorne an. Zumindest probiere ich das Ganze nochmals. Wenn Sie es zulassen, dass ich eben einen Fonds kaufe. Neuer Ansparplan.
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, auch bei der Bank direkt. Ich möchte gerne einen Kepler-Fond. Ja, bitte, bitte, bitte. Einen Growth. Nächstmögliche Terminansprache. Zack, zack. Diesmal weiß ich schon. Und diesmal sollte es ein wenig schneller gehen. Ja, jetzt sind halt die Kosten ein wenig anders, aber auch hier wieder relativ auf gleichem Niveau, sogar um eine Spur teurer, wenn ich mich nicht irre. AOW JP 98 Centen. Wurde erfolgreich angelegt. Hurra! So, soweit geschafft. Hoffe ich zumindest. Vielen Dank, liebe Bank direkt. Also ich habe jetzt ein wenig über 11 Minuten benötigt. Eigentlich wäre ich ohne den vielen Gequatsche wahrscheinlich innerhalb von 3 Minuten fertig gewesen bei der Anlage eines neuen Sparplans, Fondsparplans bei der Bank direkt. Vielen Dank fürs Zusehen. So einfach funktioniert es. Bis zum nächsten Mal.